Hallo und herzlich willkommen bei der Muddibärenbande. Wir sind heute beim 45. Tag, dem 30.10. und ich bin total kaputt. Also es werde heute leider nur ein schnelles Spiel machen, weil ich bin echt sowas von einem Eimer. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber ich möchte ja meine Challenge trotzdem durchziehen. Und ja, wir müssen halt gucken, ob wir jetzt gegen den Terraner gewinnen oder nicht. Es kann halt sein, dass ich auch viel huste dabei. Aber ja, was soll ich sagen? Wir machen's. Wir besiegen ihn. Versuchen's. Irgendwie. Also mit Fliegern. Also ich werde wieder explodieren mit Flieger und hast du nicht gesehen. Also Standard. Sag kein Fan. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Also mich hat's richtig erwischt. Hätte heute fast auch das Video vergessen aufzunehmen. Da fiel es mir kurz noch ein. Nachher musst du ja noch was aufnehmen, bevor du ins Bett gehst. War auch gefühlt 80% des Tages im Bett. So, wir nehmen das Gate. Gucken, was der Gegner macht. Ohne Boost nur Worker. Nehmen einmal Gas. Und dann auf 20 hoch. Und nimm dann die Echse. Eure Sonden werden angegriffen. Der Wort ist die Echse. Schnell weg. Lass mich ja nicht verlieren. Ich habe natürlich das Gas nicht gescoutet. Ist nicht so weit erfüllt. Und nun müssen wir unsere Wirker. Das bauen. Ne, Stalker, ganz wichtig. Ah, haben das Gas vergessen zu nehmen. Nicht so schön. Wir müssen unbedingt ein Ding hinbauen. Nummer 1. Nein, ach, schade. Okay, er hat einen Reaper. Ist gut, gut zu wissen. Bauen Stargate. Und dann zu wenig Gas. Da wird das Gas zu spät genommen haben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hat aber Schiss, er baut halt auch einen Bunker. Also bunkert er sich erstmal ein. Das ist schon mal gut für uns. Da können wir das mal in Ruhe aufbauen. Ich habe jetzt zwar nicht gesehen, was er hatte hier im Hintergrund, ob er ein zweites Gas hatte, aber ich glaube nicht. Er hat Marines gebaut. So, muss ich gleich fertig sein. Zweites Stalker. Und, ach, hier sind den Orakel. Nimm das Gas. Und weiter Worker. Und noch eine Pylone. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und jetzt die Robo. Schlecht. Ich bin hier in die Schatten. Eure Sonnen werden angegriffen. Faszinierend. Okay, das Orakel wird, hat er jetzt gesehen. Oh, ist nicht schlimm. Ihr benötigt mehr Respingas. Doch Gas gebaut, verdammt. Ihr habt nicht genügend. So, jetzt brauchen wir noch einen Void.
schützen. Das Zeitfenster ist klein. Muss aber eigentlich schon. Ach, da. Na, siebte. Schicksale sind vereint. Ich verstehe. Wir Prismakern online. So, und gehen wir zurück. Von Void. In das. Und geben unsere ganzen Minereien aus und bauen noch eine dritte. Hat er jetzt schon gehabt? Ja, hat er schon gehabt. Erneut diene ich. So, wir nehmen die dritte. Das ist wichtig. Bauen wir mal ein paar Verteidigungsteile. Dritte hat er noch nicht. Oder vielmehr. Gruppen. Es ist vorherbestimmt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hat aber nur. Ihr habt nicht genügend. Auf Marines. Oh, ich brauch viel mehr Voids. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nehmen Upgrades. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Gucken gleich nochmal rein, ob er eine dritte hat. Ich verstehe. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Keine dritte Schicksal. Jetzt hat so dritte. Begegnen wir unserem Schicksal. Hat jetzt auf jeden Fall eine. Baut eine dritte erst. Extrapoliere Steine. Der Weg ist klar. Baut er nicht mehr. Nicht genügend Energie. Jetzt erst eine dritte. Das ist ganz schön spät dran. Zwei abziehen. So, das und dann geht's. Der Feind hat uns entdeckt. Na, Suktal. Bündelt das Licht Ayurs. Phasenkristalle aufgenommen. Auf jeden Fall noch mehr. Oh, jetzt zwei Stück noch mehr. Und noch ein Kolossi. Fenster ist klein. Ja, wenn man safe ist gegen Drops, dann ist es auch nicht so schlimm mit dem Terraner. Mineralien, ihr habt nicht genügend Mineralien. Extrapoliere Steine. Unsere Schicksale sind vereint. Okay, scheint zu kommen. Da kommt er. Upgrade durchgeführt.
GG. Also gegen Terraner klappt es gerade wieder. So, aber ich muss es leider Haus machen, aber mein MMR ist so schlecht zur Zeit. Aber es ist auch mit meiner Kondition zur Zeit zu tun und allem drum dran. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, tschüss, euer Mutti-Bär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutti-Bären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutti-Bär. Tschüss.